Hast du schon einmal ein Nahtoderlebnis gehabt? Kannst du dir überhaupt vorstellen, was da passiert und ob sich vielleicht dein Leben ändert? Wie das ist, wenn du plötzlich deine Engel, deine Familie wieder siehst, wenn du spürst, dass du auch so ein Wesen bist. Um das geht es heute. Und es geht noch um viel mehr, um die Entdeckung deiner eigenen Kraft, deiner Seele, der Kontakt zu deiner Seele. Und das tiefe Wissen, was in jedem Menschen liegt. Darum geht es in der heutigen Sendung und ich darf Joyce Nazar ganz herzlich begrüßen. Du hast ja so viel erlebt und ich finde es so schön, dass du deine Erfahrungen mit uns teilen möchtest und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das alles so zustande kam. Ich weiß, dass du jetzt ganz viele schöne Dinge machst, dass du selbst Musik machst, dass du selbst Menschen begleitest und einfach auch eine sehr wichtige Lichtarbeit für uns alle tust. Und ja, liebe Joyce, wie war das denn mit diesem Nahtoderlebnis? Ja, möchtest du die Vorgeschichte auch von diesem Nahtoderlebnis hören oder soll ich direkt einsteigen? Das liegt jetzt so an dir, wenn du meinst, die Vorgeschichte wäre wichtig oder bestimmte Details, darfst du die gerne erzählen. Ja, also erstmal möchte ich auch alle begrüßen und dich da, also mich bedanken bei dir, dass ich ja hier mit dir reden und sprechen darf. Und ja, ich meine Geschichte und mein Leben teilen darf in diesem Raum mit all den Menschen, ja, die sich dazu gerufen fühlen, zuzuhören. Und ja, einfach vielleicht berührt es den einen oder anderen und der ein oder andere hat das Gefühl, hey, das Leben geht doch weiter und das Leben ist schön, egal was passiert ist und egal was passiert. Genau. Also, ich war in einer Ehe gewesen, damals verheiratet, hatte auch schon mein Kind. Mein Kind war circa, ja, sie muss, warte, ich war 24. Ja, sie war so zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre war sie. Ich war 24 Jahre. Und wir hatten in der Zeit auf Zypern gelebt. Und mein damaliger Mann und ich, es ist schon länger auseinandergegangen, emotional. Auch räumlich, weil ich bin viel hin und her geflogen zwischen Deutschland und Zypern. Es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Er jedoch wollte mich behalten. Und ich sage auch ganz bewusst behalten, weil die ganze Ehe kam mir von Anfang an vor, als ob ich gekauft werden würde. Tatsächlich. Ich möchte auch gar nicht auf Kulturen eingehen, doch das war mein Empfinden damals. Und dementsprechend wurde ich auch behandelt, oft. Und ich konnte einfach nicht mehr. Ich wusste, so ein Leben möchte ich nicht führen. Ich möchte selbst sagen können, was ich möchte, was ich nicht möchte und auch selbst entscheiden dürfen und können. Dennoch war ich mental abhängig von ihm. Also es hat sehr lange schon gedauert, dass ich überhaupt diesen Schritt gehen konnte, dass ich ihm sagen konnte, ich möchte nicht mehr. Für ihn war es jedoch eine absolute Schande, dass seine Frau jetzt sagt, sie möchte nicht mehr. Und irgendwie, wir haben zwar zusammen in diesem Haus gewohnt, es war eine Villa auf Zypern. Doch da war immer ein Druck in der Luft, immer eine Anspannung. Also es hat immer geknistert. Und dann kam der Tag, wo er
gehen wollte und er drohte an, dass er sich umbringen möchte. Und aus diesem Ganzen heraus hat sich dann ein gigantischer Streit entwickelt, sehr laut. Und das Phänomenale war, das macht meine Tochter heutzutage noch, sie lag auf dem Sofa und ist einfach eingeschlafen. Also sie hat so viele Schutzengel schon immer um sich herum gehabt, dass sie sofort behütet wurde, wenn es irgendwie laut wurde, unangenehm wurde, negativ, etwas Negatives in den Raum floss, dann ist sie in eine Ruhe gegangen und hat geschlafen. Das macht sie heute noch. Sie kann sich hinsetzen und die kann einschlafen. Also das ist phänomenal. So, und das hat sie damals auch gemacht. Und da lag halt mein Kind auf dem Sofa, hat geschlafen, tief und fest, während mein damaliger Mann und ich einen gigantischen Streit hatten. Und er hat mich durch das Haus gejagt und eine Tür halb eingeschlagen. Und es war wirklich laut. Und diese ganzen 4 Jahre Ehe, die sind in mir in diesem Moment auch so hochgekommen, wo ich gemerkt habe, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das wurde dann so, dass wir uns in der Küche dann wieder begegneten, also nach hin und her laufen und rumschreien, begegneten wir uns in der Küche und ich merkte, ich kann nicht mehr. Also es war wirklich ein Gefühl von, meine Kraft schwindet. Und er warf dann mit Messern noch nach Oh mir. Gott, ja. Genau, und ich habe dort gestanden in der Küche und die Messer haben mich nicht getroffen. Doch dass er das überhaupt getan hat, das hat mich umkippen lassen. Also ich bin umgekippt, ich bin nach hinten weggekippt und lag auf dem Küchenboden und hatte das Gefühl, dass ich keine Kraft mehr habe. Was er kann machen mit mir, was er will. Ich kann nicht mehr. Und er war in einem Wahn. Er war wirklich in einem Wahn. In einem so dunklen Wahn. Er ist dann auf mich raufgesprungen, hat mit seinen Knien meine Rippen zusammengepresst und meine Arme, also so, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und fing an, mich zu würgen. Mein Gott. Ja. Ja. Und ich habe dort gelegen und ich habe diese Augen gesehen und diese Augen waren schwarz. Diese Augen waren schwarz. Und ich habe erst einmal bei ihm diese schwarzen Augen gesehen. Pure Dunkelheit, purer, ich würde sagen, purer Verlust der Menschlichkeit, alles Negative, was jemals unterdrückt wurde, hat sich in diesem Moment gezeigt. Das ist fast unvorstellbar, ne? Ja. Das muss ja schon total krass gewesen sein. Ja, das war es auch. Und ja, während er drückte, sah ich halt diese Augen und ich Ja. merkte, wie meine Zunge nach hinten wegklappte. Ich sag immer, ich habe meine Zunge verschluckt, doch, also die Zunge ist halt ein Muskel und wenn sie halt nicht mehr versorgt wird, Ja. dann klappt sie halt nach hinten und kann den Hals schließen. Ach, krass, ja. Ja. Und das ist halt passiert bei mir, dass meine Zunge den Hals verschlossen hat. Und er hat ja weiter zugedrückt. Und es war nicht so, dass ich nach Luft gelechzt habe, weil ich konnte ja gar nicht. Ich war wie in einer Starre und habe nur in diese schwarzen Augen gestarrt Oh Gott. und merkte einfach irgendwann so, es war so wie von jetzt auf gleich, jetzt gehe ich. Ich hatte noch so ein
einen kurzen Moment, wo ich an mein Kind gedacht habe, und dann war ich weg und ich habe richtig gemerkt, wie etwas, so war es für mich in diesem Moment, wie etwas mich nach schräg rechts aus meinem Körper rausgezogen hat. Ja, so im Prinzip, wie etwas meinen Körper genommen hat und aus meinem Körper herausgezogen hat. So, dass ich mich dann noch einmal umgeblickt habe und ich habe mich auf dem Boden liegen gesehen, habe meinen damaligen Mann gesehen, wie er weiter zugedrückt hat im Wahn. Er war im Wahn. Habe mich dort liegen sehen, der Mund war geöffnet, die Augen waren zurückgeklappt. Und das war so das Letzte, was ich von mir gesehen habe hier auf dieser Welt. Ich wusste, ich gehe jetzt. Und es war vollkommen okay. Es war nicht so, wie wir Menschen sind in diesem Moment. Oh mein Gott, das kann ich doch nicht. Ja, Und so ängstlich und ja, ja, so. genau. Sondern es war ganz selbstverständlich für dich irgendwie. Ja, genau. Ja, Es ja. war dieses Bewusstsein, ja, das plötzlich dieses Bewusstsein, wir reden ständig von Bewusstsein, doch was ist Bewusstsein? Und in diesem Moment war es das Bewusstsein, ja, ich gehe jetzt. Und es war vollkommen okay. Und da war kein Zweifel, das war eine Ruhe, ein Frieden. Und ich bin immer weiter so nach rechts, schräg rechts nach oben gezogen worden. Ich habe noch Teile von dem Haus gesehen, so wie ich dort sozusagen hindurchgeglitten bin. Und dann war es wie, es war auf der einen Seite ein Nebel, doch irgendwie auch Schleier, so Nebelschleier, die ich dann gesehen habe. Und da ich ja wusste, dass wir beide heute sprechen, bin ich schon den ganzen Tag ganz tief in diese Erfahrung hineingegangen. Und es war so, dort, wo ich längs gezogen wurde, in diese Richtung, da war dieser Nebel und diese Nebelschleier, doch es war auch so ein leichtes Licht immer zu sehen. Ja, so, es war nicht ganz dunkel. Doch dann drumherum wurde der Nebel dichter. So, und ein bisschen weiter weg war es dann auch ganz dunkel. Es hatte den Anschein wie ein Tunnel, doch es war kein geschlossener Tunnel. Ja, es ging schon in die Weite, doch in der Ferne sozusagen war auch Dunkelheit spürbar und ich konnte es auch teilweise sehen, doch ich wusste, dass es da ist. Also dieser Weg raus aus meinem Körper durch diesen Nebel, Schleier, Tunnel. In diesem Moment, jeden Moment, den ich dort erfahren habe, war wie, dass ich es schon wusste. Alles wusste ich. Ja, das Ich ganze verstehe das Wissen, gut. ja. Ich verstehe es vollkommen gut, weil für mich fühlt sich das so an, du warst in deinem Seelenbewusstsein, als du rausgingst und bist durch den Schleier des Vergessens hindurch, die Seele, ganz klar. Oh, das berührt mich so sehr. Und du hast es praktisch dann als Seele gesehen, nochmal. Deswegen konntest du auf dich draufschauen und diese Grenze, dieser Schleier, das war da genau das, was dich dann in dieses hohe Bewusstsein, in den Dimensionen der Liebe hineingeführt hat. Also so fühlt sich's jetzt für mich an. Ja, es ist genau das. Also du sprichst es genau aus, wie es ist, wie es war, absolut. Und ja, dieser Weg war Frieden. Ja, dieser Weg war Liebe pur. Dieser Weg war wirklich die bedingungslose Liebe, wovon wir immer alle sprechen. Es war einfach, Liebe ist. Und das Ja, kann man sich nicht vorstellen. Das ist das, ne? Ja, wow. Liebe ist, Frieden ist, Glück,
Freude, Harmonie ist. Ja, das sind die Prinzipien des Göttlichen. Die sind unverrückbar. Sie sind. Und dafür braucht es nichts. Es ist. Ja. Ja. Und diese Erfahrung habe ich gemacht auf diesem Weg. Ja. Und ich weiß noch einmal, auf diesem Weg war es wie so, dass ich, es war wie ein Lachen, wo in mir diese Erkenntnis kam, wir Menschen streben nach Glück, nach Liebe, nach Frieden, nach Schönheit, nach all dem. Wir streben danach und suchen und suchen und suchen. Und dabei ist es doch die ganze Zeit. Ja, und aber niemand weiß es. Niemand, also man sucht ja im Außen diese Dinge. Ja, Ja. exakt. Und das war so, in diesem Moment wusste ich, es ist doch alles da. Ich bin es doch. Ja, ich bin doch das alles. Ich musste nie suchen. Ja. Ja, und es war so wie so ein leichtes Lachen meiner Seele. Ja, so, weil die Seele ist ja auch Freude. Ja. Ja, und es war so in diesem Moment, dass das Menschliche in diesem Moment verstanden wurde. Ja, von mir. So wie du gesagt hast, dieser Schleier des Vergessens. Und dann wurde wirklich das Menschliche in diesem Moment noch einmal gehört. Und ich wusste auch in diesem Moment, und das war etwas, weil ich hatte ja schon, als ich sehr jung war, ich bin immer noch jung, doch halt Ja, ne, noch ja. jünger, da hatte ich schon mal versucht, mir selbst das Leben zu nehmen. Und zweimal, bevor ich geheiratet hatte. Und es war, also es hat nie geklappt. Ja, danke. Doch es war schon sehr knapp, ganz oft. Und ich habe halt auch, also zweimal bewusst versucht, mir das Leben zu nehmen und andere Male halt über Drogen, dass ich gesagt habe, wenn ich das so nicht schaffe, dann sollen die Drogen mich dahin raffen. Und ich habe Überdosen an Drogen genommen. Das ist unvorstellbar, dass ich heutzutage noch lebe. Und es war oft, dass ich weg war, doch es war nicht dieser Raum. Ja, wo ich jetzt war, als ich die Ja. Nahtoderfahrung hatte. Es war nicht dieser Raum des Friedens, wo ich dann gelandet bin. Es war nicht die Schönheit. Es war Ruhelosigkeit. Es war Rastlosigkeit. Es war eine Anspannung, ein Druck. Und in diesem Moment, wo ich da auf dem Weg war, wusste ich auch, diejenigen, die sich selbst das Leben nehmen, die werden in diesen Zwischenwelten, in diesen Energien der Rastlosigkeit und Unruhe feststecken, bis jemand, ein Lichtarbeiter, kommt und ihre Energien sozusagen erlöst, ja, und transformiert, damit sie ins Licht können. Doch der Weg des sich selbst das Leben zu nehmen, das ist nicht der Weg des Friedens. Und diese Klarheit kam in diesem Moment auch noch einmal, ja. Also es Ja, fing wow. plötzlich an, so, dass Erkenntnisse kamen. Ja, so je weiter ich nach oben gezogen wurde, kamen plötzlich so viele Antworten, ja. Ja, toll. Das wird echt toll, ja. Und das hast du alles mitgebracht, ne? Das Ja. ist ja jetzt das, was dein Leben bereichert und was du nehmen kannst, um anderen Menschen zu helfen, diese großen Erkenntnisse. Also so sehr, wie du das verstehst und erlebt hast, das kann keiner, der diese Erlebnisse nicht hat, so tief empfinden. So schön. Ja, Letztendlich. Ja, genau. und wie kam das dann, dass du wieder zurückkamst? Das war auch etwas sehr Berührendes. Das ist auch heute noch, dass mir dann ganz oft die Tränen in die Augen kommen. Ich war halt weiter, immer weiter auf diesem Weg und dieser Schleier öffnete sich. So, es war so trichterförmig, ja, so wie wir ja auch Meditation machen Ja. oder schamanische Reisen. Wir öffnen uns trichterförmig für die Unendlichkeit
Und so ist es auch gewesen. Trichterförmig hat sich dann mir eine Welt geöffnet, voller Licht. Also es war ein Leuchten, ein Gold, ein Strahlen, ein Glitzern, so. Ich wusste, ich bin zu Hause. Es war wirklich, ich bin zu Hause. Und in diesem ganzen Licht, das war teilweise so wie Wolken aufgebaut, und doch konnte ich auch Landschaften sehen, standen dann meine letzten Vorfahren. Also ich habe mein Opa gesehen, mein Uropa, die standen dort. Dann habe ich andere Familienmitglieder gesehen, wo ich wusste, hey, von denen habe ich schon mal ein Foto gesehen, ja, so. Ja, toll. Es war so Ja. spielerisch plötzlich, kam so eine etwas Spielerisches hinein, ne, so. Ach ja, den kenne ich, ah, den habe ich schon mal gesehen, so. Das wurde so lustig und schön und frei. Es war so, Ja. ja, nach Hause kommen, ne? Und diese ganze Landschaft war voll mit wirklich, es war wie Lichtsäulen, Lichtwesen, ja, also diese ganzen Wesenheiten, ob Vorfahren, ob Engel, ob Führer, Gefährten, alles hat sich dort wirklich so als Licht mir gezeigt. So viel Licht. Und es war so schön, und ich bin immer näher drauf zugekommen. Und dann kam ein Moment, wo ich so gestockt habe, ja. Also ich habe das richtig so gemerkt. Es ging einmal plötzlich, es ging nicht mehr weiter. Es war, etwas hat sich verändert. Und in diesem Moment, wo ich so gestockt habe und kurz vorm Übertritt eigentlich gewesen bin, hat mich meine schlafende Tochter auf dieser Ebene erreicht. Und sie hat, obwohl sie ja noch gar nicht so reden konnte, doch ich hörte ihre Stimme, die zu mir gesagt hat: Mama, geh bitte noch nicht, ich brauche dich noch. Krass. Im Schlaf, ne? Also die Ja. Seelen waren Ja. verbunden, ja. Ja. Genau. Und das war der Moment. Ich hörte es, ich wusste, und auf einmal wurde ich von einem Sog wieder zurückgezogen. Das ging wirklich, dafür gibt es gar keine Zeit, wie schnell das ging. Ich wurde zurückgezogen in meinen Körper, und ich weiß noch genau diesen Eintritt in meinen Körper. Im Prinzip war es der Eintritt meines bewussten Bewusstseins in meinen Körper, denn die Seele ist ja auch noch überall drumherum. Die ist ja nicht nur im Körper. Ja, dann hätten wir ja eine ganz kleine Seele. Das ist ja gar nicht so. Die ist ja unendlich, die ist ja gigantisch und dehnt sich mal aus und ne, so. Und in diesem Moment, wo ich meinen Körper wieder wahrgenommen habe, und ich die Augen geöffnet habe, sah ich, wie mein damaliger Mann alles Mögliche versucht hat, um mich zurückzuholen. Ja, das Schwarz war aus seinen Augen weg. Er ist wieder Mensch gewesen, sozusagen. Ja. Hat gesehen, was er da gerade getan hat, hat es realisiert, war wieder da, Ach, sozusagen. krass, ja. Und hatte meine Zunge aus meinem Hals rausgeholt. Ja? Also Ja. er hatte vorher Herzmassagen und so ausprobiert, doch das hat ja nicht geklappt, weil die Zunge ja alles verschlossen hat. Und dann wurde er dazu geführt, im Prinzip in meinem Hals nachzugucken, und er hat meine Ja, Zunge rausgeholt. mein Gott. Ja. Und dann warst du wieder da. Und dann war ich da. Oh Gott, ja. Ja, dann war ich da. Und ich war auf der einen Seite völlig erschöpft, doch auf der anderen Seite hatte ich eine gigantische Energie, ja, so, wo ich genau wusste,
jetzt muss ich wirklich weg. Also es war phänomenal. Ich war eigentlich gerade tot, Ja. komme wieder an. Und auch wenn ich gesehen habe, dass er wieder in seiner Menschlichkeit angekommen ist, wusste ich kann ihm jetzt nicht mehr vertrauen. Also ich muss weg. Und ich hatte nur in mir, ich möchte mein Kind nehmen und möchte mich mit ihr einschließen und ich möchte mich erholen. Ja, kann ich verstehen. Und er hat mich angeguckt und hat geweint und hat geschrien, was er getan hat. Und er war völlig verzweifelt, völlig außer sich. Ja. Ja, es geht auch nicht darum, einen Menschen in Schutz zu nehmen. Doch wenn ein Mensch jahrelang unterdrückt wird, und das wurde Ja. er auch, ja, in seinem Sein, und nur Härte antrainiert wird und auf einmal all das überhand nimmt, dann ist natürlich das Göttliche in uns, wenn das wieder herauskommt, das zeigt uns, hey, was wir gemacht haben. Ja, und er war völlig verzweifelt. Und er hat die ganze Zeit gesprochen und ich habe nur zu ihm gesagt, also ich sage jetzt die nette Form, weil ich habe es nicht auf nett gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, verschwinde aus meinem Leben. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Es war so klar, diese Worte konnte ich sprechen. Verschwinde aus meinem Leben. Und ich bin aufgestanden, er wollte mir hochhelfen, ich habe abgewehrt, ich wusste, das habe ich jetzt überlebt, ich schaffe alles. So, das wusste Ja, ich in das diesem stimmt. Moment, ich Jawohl. schaffe Ja, alles. krass. Ja. Ja, und dann bin ich aufgestanden, bin zum Sofa gegangen, wo meine Tochter immer noch geschlafen hat, habe sie genommen. Und bin mit ihr die Treppen ganz langsam hoch und er hat die ganze Zeit gerufen, soll ich dir helfen? Ich habe immer gesagt, lass mich, lass mich. Und ich bin dann mit meinem Kind in eins von den Schlafzimmern in dieser Villa, habe mich dort verschlossen oder eingeschlossen, habe dort gelegen und war auch vollkommen traumatisiert. Ja, das ist, muss man nicht von der Hand wischen, das Ja, war klar. Leben, ja. Ja. Da war ich ja auch mit meinem bewussten Bewusstsein noch gar nicht so weit wie heutzutage. Ich war im Prinzip immer noch in meinem Opferdasein und habe mir gesagt, schon wieder habe ich sowas erlebt. Warum ich? Doch auf der anderen Seite war immer, du weißt, dass du nicht allein bist. Du weißt, du bist nicht allein. Das, was du machen möchtest, das schaffst du. Du bist nicht allein. Entscheide, was du machen möchtest. Das war, diese Stimmen wurden lauter. Ja, so, ich meine, ich kannte sie schon als Kind, da habe ich schon ganz viel gemacht mit der geistigen Welt. Das war also meine Spielerei. Doch das habe ich ja dann weggedrückt. Und ja, und so kam es halt wieder. Ja, so, und ich, in diesem Moment, wo ich in dieser Nacht im Bett lag, es kamen so viele Erkenntnisse. Erstmal war ich natürlich in der Angst und ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Ich war geschockt, ich war traumatisiert. Klar. Ich hatte Angst, dass meine Zunge nicht genug Kraft hat, im Mund zu bleiben. Ich hatte die ganze Nacht Angst, einzuschlafen, Oh weil ich Angst Mann. hatte, dass die wieder Ja. zurückklappt. Ja. Und auf der anderen Seite war so viel, was in dieser Nacht auch kam. Also sie standen alle um mich herum, ja. Also sie haben mich nicht mehr allein gelassen. Ich konnte sie immer noch sehen, die ganzen Lichtwesen, die ganzen Lichtsäulen, meine Ahnen. Sie standen dort und haben mich angeguckt und ich konnte es noch so gar nicht fassen, ja, weil ich hatte es ja auch alles so viele Jahre zurückgedrängt und plötzlich war es alles wieder da. Und es kam auch Sätze wie, ja, halt nicht nur, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich mir halt selber vertrauen soll. Ja, so,
dass doch alles da ist. Ich habe es doch gerade erfahren. Ja, ich habe es doch Ja. gerade erlebt. Du bist doch das. So, Ja. war so viel, was in dieser Nacht kam. Ich konnte das damals überhaupt gar nicht greifen, alles. Und das ist so wichtig für uns alle, zu wissen, dass wir niemals alleine sind. Ja. Und das bestätigst du jetzt durch deine Erlebnisse. Und das möchte ich gerne euch allen mitgeben, egal wie schlimm es gerade ist im Leben. Wir sind immer beschützt. Wir sind immer mit, wie du sagst, mit unseren Ahnen, mit unseren Lichtwesen zusammen. Und du kannst das bestätigen. Und das ist doch etwas so Wertvolles für uns alle. So wertvoll. Also niemand braucht eigentlich Angst zu haben. Nein, nein, überhaupt nicht. Und genau das, dieses keine Angst mehr zu haben und rauszugehen aus diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, rauszugehen aus diesem Gefühl der Ja. Wertlosigkeit, des Unwichtigseins, rauszugehen aus diesem Gefühl, ja, typisch, dass mir das wieder passiert, dieses Opferbewusstsein, ja. Oh Gott, da dürfen wir endlich so sehr rausgehen, ja, weil wir sind so gigantische, wundervolle, kraftvolle Wesen und das sind wir alle. Und egal wie schwach wir uns fühlen, egal was wir gerade durchmachen, was wir gerade erleben, wo wir gerade sind in unserem Leben, wenn wir anfangen an uns selbst zu glauben, und sagen, in mir ist eine gigantische Kraft. Und auch wenn ich sie noch nicht kenne, sie ist da. Und ich möchte und werde und will an diese Kraft glauben. Dann öffnen sich Türen. Die öffnen sich. Und wir dürfen dann auch nicht in Ungeduld verfallen oder in Erwartung, sondern wirklich den Fokus auf diese innere Kraft zu haben und zu sagen, hey, rauszugehen aus diesem Suchen, 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 ich finde mich, in diese Finde-Energie hineinzugehen, weil hier ist doch alles, wir sind doch alles. Ja, das ist so, so wichtig und ich freue mich so, dass du das sagst, weil ich weiß das ja selbst auch und ich spreche so oft auch mit meinen Klienten darüber, gerade die Selbstliebe oder das sich selbst anerkennen, so wie man ist, ist man und man ist perfekt, man sieht es nur nicht und das ist einfach die Gesellschaft, die uns da leider manipuliert oder die uns eben nicht oder das absprechen möchte, unsere Größe. Ja. Und uns in Angst und Schrecken hält mit allen möglichen Dingen, die man, auf die man gar nicht kommt. Ja. Und das kannst du hier so bestätigen. Das finde ich so wertvoll, so sehr wertvoll für alle Menschen. Ja. Und sag mal, mit den Drogen, wie war das denn mit den Drogen? Ich denke, da ist auch noch was, was die Menschen von dir lernen können. Weil ich weiß, man sucht ja auch innerhalb den Drogen, sage ich mal, die Wahrheit oder man möchte also da auch mit den Engelwesen oder man möchte einfach auch entfliehen von dem, was hier auf der Erde geschieht. Und es ist halt, es ist nicht der richtige Weg, aber er geht in die Suche halt auch hinein. Und wie war das für dich? Du hast ja davon vorhin mal kurz gesprochen. Ja, genau. Also für mich waren die Drogen eine Möglichkeit zu vergessen, was ich habe mit 14 Jahren mit Drogen angefangen und was ich bis dahin schon erlebt habe, weil ich halt, also ich gehe da jetzt nicht ins Detail, doch ich habe halt sexuellen Missbrauch erlebt, mentalen Missbrauch im Kindesalter, Mobbing, alles, was man sich nicht vorstellen kann. Und ich brauchte für mich damals, und weil mir nicht erzählt wurde, dass es auch was anderes gibt, brauchte ich ein Ventil, Ja, etwas, klar. wo Irgendeinen ich Ausweg. mal einfach nicht mehr denken muss, weil Ja. ich war halt schon mit 14, war ich schon so, dass ich ständig dieses Gedankenkarussell anhatte und es hat ständig gedreht und ich habe immer überlegt, was habe ich getan, was habe ich gemacht, wieso ist mir das alles passiert. Und die Drogen haben mir geholfen. Ich habe angefangen mit Kiffen, also mit Marihuana und Haschisch. Und was ich ehrlich gesagt ganz gruselig finde,
dass das so gehypt wird. Natürlich ist es eine Medizin, ja. Es ist eine Medizin. Punkt. So. Und es ist eine pflanzliche Medizin. Und die ist nicht dafür da, dass wir sie durch die Lunge rauchen. Ja, wir können damit viele andere wertvolle Dinge machen. Und sicherlich gibt es für den einen oder anderen dann nur die Möglichkeit, das Öl ohne Tabak und Zusatzstoffe etc. dann rauchen zu müssen, weil er bestimmte Diagnosen hat, die ihm dann Erleichterung verschaffen. Doch viele sind einfach, ja, die laufen dahinter etwas her, einer Illusion, die sie sich selbst einreden. Sie Ja. sagen, oh, ich habe Rückenschmerzen, dafür brauche ich das Dope. Ich habe ständig Kopfschmerzen, Schlafstörungen, dafür brauche ich das Dope. Nein, das ist alles eine Selbstlüge und es ist eine Medizin und ich nehme ja auch nicht ständig eine Kopfschmerztablette oder so. Nee. Also ich nehme sowieso keine Medikamente, doch einfach mal, ich nehme auch nicht ständig Antibiotikum oder Opium. Ja, ist auch Medizin. Ja. So, und viele belügen sich selbst, gerade was das Kiffen angeht und auch den Alkoholkonsum. Ja, ganz klar. Für mich, wie gesagt, ich habe mit 14 damit angefangen. Ich glaube, so knapp 13,5 habe ich meinen ersten Joint geraucht. Mit 14 wurde es dann immer stärker. Ich habe mit 14 auch gleich mit Kokain dann weitergemacht. Bin sehr in diese ganzen starken Drogenmilieus hineingekommen. Habe dort natürlich auch sehr viel Gewalt, Demütigung, Erniedrigung erfahren. Und auch, wir sind alle eine Familie. Ja. Ja. So, wir verstehen uns hier, doch dafür hast du das und das zu machen. Du musst dich an die Regeln halten. Mach mal dies, mach mal das. Das geht so schnell. Ja, da kommen wir so schnell rein. Und irgendwann wird das normal. Es wird normal. Dieses Milieu wird Ja. normal. Es wird normal, dass vor dir sich jemand Heroin spritzt und er zu Boden fällt. Wir haben ihn liegen gelassen, weil er hat gerade einen guten Kick. Ja? Verstehe. Wir Ja. verlieren die Menschlichkeit, Ja. ja, unsere Wahrhaftigkeit im Drogenkonsum. Und doch, während wir konsumieren, so war es bei mir zumindest, war immer in mir etwas, das wusste, so geht's nicht. Das ist nicht der Weg. Ja? Und viele meiner Gaben und Fähigkeiten, während ich die Drogen genommen habe, die haben sich immens geöffnet und ich habe Menschen ihr Leben erzählt und Dinge erzählt, die ich nicht wissen konnte, Ja. laut ihrer Aussage. Doch ja, bei mir hat sich das halt alles geöffnet, ja. Und das sind auch Dinge, die geschehen können, heißen ja nicht umsonst bewusstseinserweiternde Ja. Drogen. Doch was viele einfach nicht sehen und das ist mir halt über die letzten Jahre, also ich bin jetzt seit drogenfrei, bin ich jetzt, ich glaube, also mit kokainfrei bin ich 15 Jahre und das andere kam dann halt immer so hinterher, also mindestens 10 Jahre frei und vom Alkohol bin ich auch gut 7 Jahre frei. Und was ich halt begriffen habe, ist, wenn wir Drogen nehmen, wir konsumieren etwas und wir sind von jetzt im nächsten Bewusstsein, in der nächsten Dimension. Ja, wir springen von hier nach da. Doch was ist auf diesem Weg? Was passiert auf diesem Weg? Wo sind die Erkenntnisse? Wo sind die Schritte? Wo ist die Wahrnehmung auf diesem Weg? Wir springen von hier ins nächste hier. Dieses nächste hier ist wunderbar, toll, können wir ganz tolle Visionen empfangen. Doch wenn wir wieder zurückkommen, die Droge lässt nach, Ja. uns fehlt immer dieser Weg. Und Ja. das kann viele Menschen wirklich in eine Form von Wahnsinn treiben, weil da dieser Zwischenraum fehlt. Deswegen, unsere Entwicklung geht nicht über Drogen, die geht übers wahrhaftige, bewusste Erleben, übers klare Erleben. Nicht einreden, konsumieren, sondern wirklich Schritt für Schritt gehen,
sehen, noch nicht verstehen, weitergehen, dann verstehen, vielleicht immer noch nicht verstehen, plötzlich erkennen. Es ist ein Prozess, auf den wir uns einlassen dürfen. Und es hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Und das habe ich halt so gemerkt durch meinen Drogenkonsum. Und wie gesagt, ich habe sehr intensiv Drogen genommen. Ich habe auch dadurch, dass ich in diesem Milieu gewesen bin, habe ich auch eine Erfahrung gemacht, wo mir 4 Tage meines Lebens fehlen, weil mir jemand K.O.-Tropfen gegeben hat, 4 Tage lang. Kenne ich nur noch kurze Sequenzen. Und doch, wenn wir ganz, ganz klar sind, ich hatte mich dafür entschieden. Ja. Das muss man einfach klar sagen. Da ist Ja. niemand schuld. Ich habe mich entschieden. Ja. Ja, und das waren Konsequenzen meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Entscheidung. Und das hat nichts damit zu tun, dass etwas gut oder schlecht ist, sondern das ist eine Klarheit, die ich heutzutage habe. Ich habe mich entschieden. Doch damals hatte ich die Klarheit nicht und ich bin in dieses Opferbewusstsein Ja. hineingefallen. Ja, weil mir das und das passiert ist, muss ich Drogen nehmen. Jetzt ist mir wieder das passiert. Niemand mag mich, niemand hasst mich, niemand versteht mich. Ja, und je mehr ich mir das einrede, umso mehr glaube ich mir das auch und meine Zellen glauben mir das auch. Ja, das ist diese Zellumprogrammierung in den schlechte Richtung sozusagen, ne? Ja, Ja, also das Denken und die Worte haben diese Kraft, die man niemals unterschätzen sollte. Ist nee, wirklich so. Ja. absolut. Und nach meiner, also ich hatte stark Drogen genommen, halt auch mit den Überdosen, bis ich, glaube ich, 20 circa Ja. war. Und dann hatte ich gut 3,5 Jahre keine Drogen genommen. Doch gelegentlich Alkohol getrunken, weil Alkohol ist ja nicht so schlimm. Ja, Ja, in ja. Anführungsstrichen. Und nach der Nahtoderfahrung habe ich zu meinem alten Strohhalm gegriffen, ja, weil Ja, ich hatte ja klar. dann noch eine Flucht noch erlebt Ja. mit meiner Tochter von Zypern nach Deutschland, mussten wir noch flüchten, knapp Ah. 36 Stunden. Ja. Und ich war danach völlig auf der einen Seite diese göttlichen Erlebnisse, auf der anderen Seite den absoluten Wahnsinn. Ja. Ich konnte es nicht halten zu der damaligen Zeit. Ich hatte niemanden, der mich verstehen konnte, der mich verstanden hat. Ja. Die Leute haben über mich gelacht, wenn ich gesagt habe, da war dieser Tunnel, da war dieses Licht. Die haben gesagt, ja, es ist richtig, ne? So, das sind noch die Nachwirkungen von den Drogen. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe es gesehen und ich kann mich erinnern, als Kind habe ich auch solche Reisen gemacht und ich habe mich im Bett liegen gesehen und ich bin mit meinen Geistführern durch die Ja. Welten gereist. Das habe ich als Kind gemacht, das war mein Spiel. Und das haben die Menschen nicht geschafft, mir das zu nehmen, dieses Bewusstsein, dieses Wissen, es ist echt, es ist wirklich wahr. Und sie können noch so viel lachen. Doch für mich war es halt, ich war allein damit und so bin ich halt wieder in die Drogenwelt gestürzt und habe auch ziemlich schnell wieder starke Drogen konsumiert. Und meine Tochter, die sagt heute, sie hatte die schönste Kindheit, wo ich mich immer wundere. Ja, das glaubt man nicht. Wo ich dann immer zu mir sage, ja, die ganze Zeit, während dieser Drogenzeit, haben sie mich alle begleitet. Sie waren alle bei mir und sie haben mich beschützt und das Leben meines Kindes beschützt. Sie haben dafür gesorgt, dass ich vor meiner Tochter nie konsumiert habe. Ich habe das abends gemacht oder irgendwie woanders. Natürlich hat sie die Energie gespürt. Darüber müssen Ja. wir nicht reden. Doch Ja. sie hat nie die Mama konsumieren gesehen. Und der Moment, also der Moment, wo ich aufgehört habe mit den Drogen, da war ich 28. Ja. Das hat auch etwas mit der Nahtoderfahrung tatsächlich zu tun, weil diese Stimmen, von denen ich ja vorhin schon gesprochen habe,
die wurden immer lauter in mir. Und zwar ein ganz bestimmter Satz oder bestimmte Sätze. Es fing an mit, es reicht. Immer, es reicht. Und das hat mich manchmal wütend gemacht, weil ich wusste nicht, was reicht. Ja. Klar, ich wusste, was reicht, doch ich wollte Schon noch nicht. wusstest du es, ja. Ja, ich wollte noch nicht. Doch ich hörte es. Und dann kam irgendwann, es reicht. Genug ist genug. So, und es hat sich sozusagen gesteigert. Und ich fing irgendwann an, das auch auszusprechen, weil ich hatte halt, weil ich in dieser Energie selbst war, habe ich natürlich auch Männer angezogen, die mit mir Sachen gemacht haben, Betrug, dies, das. Wie meine Energie halt war, Ja, ja, ich habe mich klar. ja selbst die ganze Zeit betrogen, also erlebe ich natürlich Ja. den Betrug im Außen. Ja. Und da habe ich irgendwann zu den Männern gesagt, es reicht, genug ist genug. Sehr gut. Und dann habe ich zu meiner Freundin auch das immer gesagt und sie meint immer, ja, du sagst das ständig, doch was meinst du damit? Ich habe gesagt, ich weiß nur eins, es reicht, genug ist genug, so geht's nicht mehr weiter. Und dann kam der Moment, wo ich wieder eine Überdosis zu mir genommen habe. Und mir lief weißer Schaum und Blut aus der Nase, aus dem Mund, Ui. Blut kam aus dem Ohr. Oh Gott, Und ich ja. lag im Badezimmer und ich hatte schon einige Überdosen in meinem Leben. Deswegen wusste ich, ich habe es gerade wieder übertrieben. Das Ja. wurde auch schon normal. Also ist im Prinzip völlig irrsinnig. Doch es war Ja. für mich auch, das war schon normal. Doch in diesem Moment schrie diese Stimme in mir. Ach, okay. Ja, sie schrie. Und ich habe Bilder gesehen. Ich habe auf der einen Seite gesehen, wie es jetzt sein wird, wenn ich jetzt so weitermache. Ich werde den Schein nicht mehr aufrecht erhalten können. Ich werde nicht mehr die gute Supermutter sein für mein Kind, die ich unbedingt sein möchte. Mein Kind wird nicht die Möglichkeit haben, ein besseres, schöneres Leben zu haben, wenn ich so weitermache. Es war so wie, ich konnte alles sehen, ja, so. Ich konnte einmal so den Durchlauf sehen, wie es jetzt weitergehen würde, wenn ich Drogen nehme. Ja. Und dann war da ein anderer Weg, den konnte ich gar nicht sehen. Okay, Ich wusste wow. nur, wenn ich aufhöre, dann werde ich in das Ungewisse springen, weil alles andere kannte ich ja. Stimmt, ja. Doch ich wusste eins, wenn ich aufhöre, und wenn ich mich für mich selbst entscheide, dann wird sich was Neues ergeben. Und in diesem Moment wirklich diese Stimme, das war so laut, sie schrie richtig, es reicht, genug ist genug, ich will leben. Und das war so wie so eine Explosion im gesamten Universum. Und ich habe mich aufgerappelt und habe gesagt, ja, ich will leben. Ich will leben. Ich will leben. Und dann habe ich angefangen zu leben. Und das bedeutet nicht, wenn wir anfangen zu leben, gerade nach Drogenkonsum, nach den ganzen Traumatisierungen, hey, jetzt ist das Leben da, alles ist schön. Nein, dann fangen wir erstmal richtig an, uns wahrzunehmen. Dann dürfen wir erstmal die ganzen transformativen Prozesse bewusst und klar und auch mit Schmerz und Höhen und Tiefen erleben. Das ist nicht, dass dann sofort die Sonne scheint, doch wir dürfen anfangen, an diese innere Sonne in uns zu glauben und zu sagen, je mehr ich an diese Sonne glaube und je mehr ich diese Sonne in mir akzeptiere und bewusst wahrnehme, wird sie nach und nach auch im Außen leuchten. Und es wird schöner. Ja, und so habe ich mit den Drogen aufgehört. Und Toll. Ja. ja, und dann kamen Ja. noch die Ärzte, die mir dann ganz viele Diagnosen diagnostiziert haben, weil, wie gesagt, ich habe ja meinen Körper auch völlig Ja. ins Negative programmiert. Doch ich habe mich auch wieder umprogrammiert. Ja, so und Perfekt, ja, genau. Und es Ja. war,
Also ich sage mal, ich habe alle Seiten durch. Ich habe alle Seiten erlebt. Ich war unter den Höllen des Lebens. Ich war auf der anderen Seite. Ich bin wieder zurückgekehrt. Ich kenne den Moment der Entscheidung. Ich kenne den Moment den neuen Weg zu gehen und nicht aufzugeben. Das ist das Wichtigste, nicht aufzugeben. Ich kenne auch den Moment oder die Momente, wo Ärzte sagen, damit müssen Sie jetzt leben. Ja. Und wo ich gesagt habe, nein. Ich bin Genau. diese 30 Jahre gegangen, die so anstrengend waren, um mir jetzt erzählen lassen zu müssen, damit muss ich leben. Und es war so, auch hier, wie gesagt, immer mehr konnte ich die Präsenz wahrnehmen, die Präsenz der Lichtwesen, weil wenn ich gesagt habe, nein, das akzeptiere ich nicht, dann habe ich immer sofort so einen Schub gespürt in mir, wo ich wusste, nee, muss ich auch nicht akzeptieren. Toll, Es sehr ist gut. nicht negativ. Ja. Sehr, sehr gut. Und was machst du jetzt? Du hast gesagt, du hast dann angefangen, Musik zu spielen, bist auch Schamanin und begleitest also auch die Menschen in Trance-Reisen, aber auf der spirituellen Welle, sage ich mal, um sich selbst zu erfahren und um vielleicht auch diese innere Stimme besser wahrzunehmen. Denn die innere Stimme, die hat ja jeder von uns. Ja. Die ist ja da. Genau. Und ja, also ich habe angefangen mit schamanischen Ausbildungen. Und während dieser Ausbildung, ich hatte eine Ausbildung gemacht zur Hirsch-Totem-Heilerin Ja. mit einem Schamanen aus Nordamerika. Ja. Und wir waren ungefähr 50, 60 Personen in diesem Raum. Als wir diese Reise gemacht haben, wo wir uns mit dem Hirsch wieder verbunden haben, jeder mit seinem Geist Hirsch. Und in diesem Ritual sollte jeder fragen nach einem Geschenk, welches der Hirsch für uns hat. Und ich habe meinen Geist Hirsch nach dem Geschenk gefragt, welches er für mich hat. Und ich selbst war halt also es ist nicht so ein Trance-Zustand, wir nennen es Deanimation, ein Zustand von weit weg und doch da. Okay, ja, schön. Und in diesem Moment, wo ich nach meinem Geschenk gefragt habe, ist mein Kopf nach hinten, so richtig nach hinten geknallt, also so habe ich es empfunden. Mein Mund ging auf und aus mir kamen Töne und Stimmen, Ach so. Frauenstimmen, Männerstimmen. Also es war unglaublich und es ging wirklich über eine längere Zeit. Ich selbst konnte es nicht mehr stoppen. Es floss durch mich hindurch. Mein Halschakra war vollkommen geöffnet für diese göttliche Welt, die sich durch mich sozusagen in Form von Tönen, Klängen, Sprachen hier wieder manifestieren wollte. Und ich war danach so perplex, ich konnte gar nichts sagen. Und alle in diesem Raum, ich meine, jeder hat sein Geschenk empfangen, doch als wir später alle wieder zurückgekommen sind von dieser Reise mit dem Geisthirsch, war das Erste, was die Menschen gefragt haben, woher kamen diese Stimmen? Und ich hatte dort gesessen und ich wollte einfach nicht sagen, dass ich es war, weil ich war Ja. so überrascht. Und dann hatte mein schamanischer Lehrer auf mich gezeigt und sagte, sie war es. Und da hat mir halt auch die Nahtoderfahrung geholfen, weil ich wusste, diese anderen Welten gibt es. Die anderen Wesen gibt es. Und die Lichtwesen führen mich und sind bei mir. Und so wurde es für mich ziemlich schnell normal, dass die natürlich, wenn ich mich in den Channel, in den Kanal begebe und ich diese Gabe und Fähigkeit habe, dass sie durch mich singen, ja, Ja. durch mich sprechen. Also ich spreche manchmal die uralten Sprachen der Lakota, der Sioux. Ich selbst kenne sie nicht, doch die hören ihre uralten Sprachen, ja. Und Töne und Klänge, so hohe Frequenzen, also mitunter von
Wir haben es einmal gemessen, über 528 Hertz kommen aus meinem Hals, ja. Das habe ich natürlich erstmal trainiert sozusagen, so in den letzten Jahren, so dass ich immer tiefer in den Channel hineingehen konnte. Und natürlich jede Frequenz und gerade wenn wir aus dem göttlichen Lichtuniversum channeln, das ist Heilung pur, das ist Liebe pur, Ja. das ist eine Reaktivierung für unsere Zellen, die ja in diesem, wo du gesagt hast, Schleier des Vergessens so ein bisschen festhängen. Und wenn sie mit diesen Frequenzen wieder in die Berührung kommen, mit den uralten Sprachen, erinnert sich auch das Zellsystem an seine Ursprünglichkeit. Ja. Und das ist halt das, was ich auf der einen Seite mache mit meiner Musik. Da habe ich ja auch ein Album der Welt geschenkt, tatsächlich. Das ist frei verfügbar. Wer mich da unterstützen möchte, kann sich das für, glaube ich, 7 € oder so runterladen. Doch ansonsten ist es frei verfügbar, damit die Menschen hier in dieser Welt eine Möglichkeit haben, sich zu erinnern über Töne, Frequenzen, Klänge aus dem Halschakra in Verbindung mit dem göttlichen Universum. Ich channel auch persönliche Heillieder für den Menschen selbst, sodass er damit immer weiter arbeiten kann. Und ja, und zusätzlich helfe ich tatsächlich auch den Menschen, in ihre Kraft zu kommen, weil das ist halt das, was ich zu 100% weiß. Genau. Diese Lebenskraft ist in allen von uns. Und wenn wir uns immer wieder für uns selbst entscheiden, und nie aufgeben damit. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst können wir wirklich in die tiefsten Tiefen wieder fallen. Ja. Wir müssen uns immer wieder und wieder für uns selbst entscheiden. Irgendwann wird es ein Automatismus, doch es kann wirklich dauern. So, doch wenn wir das tun, dann spüren wir diese Lebensenergie, die in uns ist und die ist immer da. Immer. Genau. Immer, Ja. immer. Schöne Worte. Sehr schön, sehr schöne Energien. Und wir haben unter dem Video auch einen Link zu deinen Werken. Da könnt ihr euch gerne alle informieren und ganz viel lernen von dir. Ja, ich fand es sehr, sehr schön, was du uns heute mitgeteilt hast und all deine tiefen Erlebnisse ja so offen erzählt hast, und ich kann das alles so richtig nachfühlen. Und ich wünsche mir für euch alle, ihr Lieben, dass ihr aus diesem Interview ganz viel für euch mitnehmt und für euch selbst entdeckt und einfach auch immer an euch glaubt, immer weiter an euch glaubt und nie aufgebt. Das ist das Allerwichtigste, nie, nie, nie aufgeben, sondern immer weitermachen und mit Sicherheit die lichten Wesen, eure Engel, eure Familie, alle sind sie da, immer sind sie da. Liebe Joyce, herzlichen Dank für dein großes Licht, für deine Liebe und für deine Kraft. Danke dir. Danke dir für dein Sein und für die Möglichkeit, das hier zu teilen, gemeinsam.